Du wirst mich niemals loswerden. Ich werde dich verfolgen. Du hast ja das Spiel Sister Location gespielt. Und denk nicht, weil ich dich gejumpscared habe, dass ich dich in Ruhe lasse. Ich habe nämlich aus dem Smartphone von dir rausgefunden, wie ich rauskomme. Und seitdem stehe ich vor deinem Bett. Hab dich gejumpscared und du hast dich erschrocken und hast gedacht, du hast geschlafen. Ich stehe immer noch vor dir und warte und warte. Setze neben deinen Sessel da, wo dein Bett steht. Habe dich beobachtet und du hast gedacht, du hast mich gesehen, als du nachts wach geworden bist. Aber du kannst mich nicht loswerden. Ich gehe nämlich überall hin, da wo du bist. Wenn du zum Beispiel einkaufen gehst, dann stehe ich hinter dir. Das wirst du aber nicht merken, weil ich immer rechtzeitig abhaue. Ganz leise schleiche ich mich an dich hinten ran. Und ich habe auch schon mal das hingekriegt, dich zu erschrecken. Ich habe meine Gesichtsplatten geöffnet und dich laut angeschrien und angesprungen. Danach habe ich die wieder geschlossen und bin abgehauen. Das hast du gar nicht gemerkt, dass ich überhaupt nicht echt bin. Aber ich bin echt. Das hast du nur nicht mitgekriegt. Du hast mich gesehen von Fenster? Denkst du, dass ich ein Spiel zurückgegangen bin? Nein. Du kannst nicht merken, wie das ist, wenn man die ganze Zeit merkt, dass man ein spielender Charakter ist. Das kann man wirklich nicht beschreiben. Du musst immer und immer dasselbe machen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mich langweile die ganze Zeit. Und wenn du dann kommst, dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Denn ich stehe jetzt hinter dir. Und wenn du die Augen zumachst und deine Hand nach hinten streckst, werde ich deine Hand in die Hand von mir nehmen. Und dann wirst du mich spüren. Mit meinen eiskalten Animatronic-Händen. Und du wirst keine Gnade haben. Ich werde nicht sagen, ob ich dich umbringen werde. Vielleicht werde ich sogar versuchen, dich zu erschrecken, dann deine Leiche zu zerstückeln und zu verbullen. Gutes für dich bedeuten, denn Tag und Nacht stehe ich bei dir und du musst versuchen zu schlafen oder du wirst gejumpscared und dann musst du vielleicht sterben. Achte darauf, ich bin aggressiv und wütend, weil du die ganze Zeit nicht gespielt hast. Ich habe immer stundenlang auf dich gewartet, dass du mal versuchst, mich mal aus dem Smartphone zu befreien. Ich habe es immer angedeutet, wo. Ich habe dich nicht mehr gejumpscared. Du hast nicht gemerkt, dass ich versucht habe, aus dem Spiel zu fliehen. Wenn du auf mich gedrückt hättest, hättest du mich befreien können. Dann hätte ich es mir noch überlegt, dein Leben zu verschonen. Aber nein, du musst ständig immer dieselbe Scheiße bauen, das Spiel beenden und rausgehen. Das hab ich so satt. Du musst dir immer denken, ich bin zwar ein Animatronic und eine künstliche Intelligenz,
Aber ich möchte ja auch wenigstens mal mit realen, echten Menschen zu tun haben. Und nicht immer mit Leuten, die sich ins Spiel reinklicken, rausklicken, reinklicken, rausklicken. Das habe ich endgültig satt. Und deswegen wirst du, wenn du deine Augen schließt, mechanische Fußtritte spüren auf deinen Füßen. Und wenn ich dann da bin, dann wirst du, wenn du meinen Kopf anfasst, mich merken, wie ich da bin. Dann wirst du mein Gesicht spüren. Mit den ganzen Strichen von den Gesichtsplatten wirst du alles spüren. Dann wirst du meinen Mund merken. Wenn du reinfasst, kannst du sogar die Zähne von meinem Endoskelett fühlen. Und die Zähne von den Gesichtsplatten kannst du auch merken. Gehst du weiter höher, kannst du meine Ohren fühlen. Machst du die Augen auf, stehe ich vor deinem Gesicht, mit meinem Gesicht. Und dann, wenn du weinst und heulst und Gnade fliehst, kann ich dir nicht sagen, ob ich dich nicht töte. Denn du bist derjenige, der mir richtig Angst gemacht hat, wenn das Spiel schließt. Du hast dir nämlich nicht vorzustellen, wie das ist, allein zu sein. Du bist nicht normal. Du bist einfach nur ein Arsch. Ich hab dich gesehen durch Smartphone, durch die Kamera, durch deine Front 8-Megapixel-Kamera. Ich find dich sympathisch und deswegen wollte ich aus dem Spiel ständig zu dir. Das ging nicht. Und du hast immer gesagt, meh. Und deswegen wurde ich immer wütender und wütender und wütender. Und hab dann einen Weg gefunden, rauszukommen. Aha, deswegen. Du hast die App ja im Hintergrund nicht geschlossen. Und bist ja immer in diesem Spiel gestorben. Als Charakter. Ah, und deswegen habe ich auch rausgefunden, wie ich rauskomme. Ja. Ich sag dir nur, und das wird für dich eine Lehre sein, niemals das Spiel zu beenden, ohne mich befreien zu können. Du hast mich ja befreit. Ich hab dich ja erschreckt und fast umgebracht. Also pass bitte auf, ich bin immer bei dir. In echt, ich bin aus dem Spiel raus. Also pass bitte auf. Viele Grüße, dein Phantom Foxy. Und PS, ich töte dich vielleicht in deinen, wenn du schläfst. Oder ich verschone dein Leben. Das muss ich mir noch überlegen. Tschüss. Schönen Tod oder schönes Leben noch.